In der Kleinstadt Harvard in Illinois leben die meisten Menschen seit Jahrhunderten von der Landwirtschaft. Terry Davidson ist einer von ihnen. Er verdient wie viele hier sein Geld mit dem Anbau von Soja. Doch durch den US-Handelsstreit mit China könnte er einen seiner wichtigsten Abnehmer verlieren. Es gibt nichts, was wir tun können, wenn wir mit Soja keinen Gewinn mehr machen. Wir müssen es trotzdem ernten, um mit dem Verlust klarkommen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat chinesische Importwaren im Wert von 34 Milliarden Dollar mit Strafzöllen in Höhe von 25% belegt. Chinas Antwort sind Vergeltungszölle auf US-Güter wie zum Beispiel Soja. Allein in Illinois leben mehr als 40.000 Farmer vom Sojaanbau. Mit China droht einer ihrer größten und am schnellsten wachsenden Märkte wegzubrechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Strategie dahinter gibt. Es gab mal eine, aber jetzt? Trump denkt nur noch an sich. Er denkt nicht an die Landwirte, auch wenn er das immer behauptet. I don't think he gives a damn about farmers, even though he says he does. Experten rechnen damit, dass die US-Landwirte am stärksten von den Einfuhrzöllen betroffen sein werden. Denn 14 der insgesamt 22 Milliarden Dollar, die sie 2017 mit Soja erzielten, kamen aus China.